Ansonsten haben wir heute eine sehr schöne Mail. Also die ist wirklich, ja, wie soll ich das mal sagen? Diese Mail ist wirklich prototypisch und deswegen lese ich sie auch wirklich gern vor. Auch ja, mit bestimmten anderen Sachen, weil die kommen dann nochmal zusammen. Also ich erzähle mal so ein bisschen, was in der ersten Mail war. Ja. Also wir hatten eine E-Mail, wo ja typische toxische Mist mit Fremdflirten, Liebessucht, keine Standards, immer wieder reingequatscht werden, Entschuldigungen, die keine Entschuldigungen sind und. Ja. Und das Ganze hat dann geendet. Was mache ich denn jetzt? Ist es irgendwo, gehe ich da raus? Gebe ich dann noch eine Chance? Weil das kennen wir ja auch alle. Ja, dass man so denkt, ja, es hat ja noch eine Chance und es gibt ja auch die schönen Sachen und der Sex ist schön und dies und ja. Und genau, das insofern auch ja eine Mail, wie bestimmt viele Sie schon gehört haben, aber jetzt gibt es die zweite Runde, weil jetzt hat tatsächlich dieser Mensch, oder sagt zumindest, er hätte was gemacht, eine Gruppentherapie, und das interessiert euch bestimmt sehr, wie das dann weitergeht. Hallo Christian, zuerst möchte ich mich bei dir für deine tolle Arbeit bedanken. Ich habe einige Kurse von dir gemacht, ein Buch gelesen und schaue deine Videos. Hinzu kommt, dass ich jetzt 1,5 Jahre eine Psychotherapie gemacht habe, die gerade ausläuft. Wenn euch recht entsinnt, hat die Dame mit der Psychotherapie da gerade angefangen und als ja alles so im Bach unterging, jetzt die Grunddaten kennt ihr ja noch, Ende 30, war ganz lange verheiratet, ein Kind, als ich mich getrennt hatte, hatte ich eine Affäre und war sehr verliebt, so direkt danach lernte ich meinen jetzigen Freund kennen, und vielleicht erinnert ihr euch noch, der hat ja 8 Wochen dann so eine Übergangsphase mit der Ex, wo er die Ex noch gesehen hat und die ganzen Sachen. Dann war er auf einer Single-Seite angemeldet und hat es nicht geregelt bekommen, sich abzumelden. Ja, also es sind ja diese riesigen Big Fucking Red Flags, wie ich immer sage. Und ja, was soll man sagen. So, ich habe mich immer wieder belabern lassen, denn er hat für alles Erklärungen gehabt, worauf das Thema nicht wieder hochgefohlt werden durfte. Wir waren auf einer Party. Einen Abend vorher rief er mich an, bat mich auch hinzukommen mit meiner Freundin. Ich sagte, ich weiß noch nicht, ob mir nach Feiern zumute ist, bin aber hingefahren. Er wollte allen zeigen, dass wir zusammengehören, wollte mich abknutschen, wenn ich komme. Als ich da war, stand er in der Theke mit einer anderen Frau. Ja, es ist so bitter. Er war versteinert und sagt, ich soll abhauen, er möchte jetzt flirten. Das ist ja mal wieder schön im Minuspol, diese Empathie und ja. Richtig nice. Aber es ist in the face, das muss man bei ihm ja wenigstens sagen. Ne? Nach deinen Kursen und meiner Therapie habe ich es dann geschafft, mich zu trennen. Allerdings hatte ich gleich die nächste Beziehung. Ich weiß, mindestens 100 Tage Datingpause. Ja, das ist das Problem. Ich weiß, also ich verstehe euch. Man kommt da raus, man ist, es geht einem schlecht. Es ist diese Bindung, also diese Verlustangst, man will nicht allein sein, man denkt, was kann denn schon passieren, ich date wieder. Aber man geht dieses Problem nicht an, ne? Dieses Liebessuchtproblem. Als ich auseinander war, meldete sich mein Ex wieder. Ja, die kommen ja immer wieder. Er hätte an sich gearbeitet und macht jetzt auch eine Gruppentherapie. So, das ist ja jetzt das spannende Thema. Gruppentherapie, da würde ich tatsächlich jetzt fragen, was denn für eine Gruppentherapie? Wo eine Gruppentherapie, ja, was war das genau irgendwie, weil das ist, ja, Gruppentherapie, was denn, war, keine Ahnung, da war ja nur mit seinen Kumpels irgendwie quatschen, aber ich, wie gesagt, ich habe einfach so viel Lügen gehört in meinem Leben, also ich würde da immer, ja, was denn jetzt, wo denn, zeig mir Fakten, zeig mir Anmeldungen. Aber jetzt mal ehrlich, dass 3 Monate, also nichts gegen Psychotherapie, Gruppentherapie, aber mal ganz ehrlich, 3 Monate Gruppentherapie, was soll denn da passieren? Was passiert denn bei euch in 3 Monate Gruppentherapie? Habt ihr dann euer Leben geändert irgendwie? Seid ihr dann völlig anderer Mensch? Habt ihr einen anderen Charakter? Nein, also ich meine, Therapie dauert lange. Klar, wenn man jetzt irgendwelche völlig eingegrenzten Themen hat irgendwie,
Dann, ja, macht das sein. Und, ach, vielleicht schreibt ihr sogar mit, wenn ich das richtig sehe, wie auch immer. Aber was passiert in 3 Monaten, ne? Ja, aber das ist so diese Hoffnung, die einfach zuletzt stirbt. Und ich muss zugeben, das ist auch echt schwierig, wenn man aus so einer Liebessucht rauskommt. Dann ist das schwierig, dann greift man ihren Strohhalm so, ne? Wir trafen uns zum Spazierengehen, ich brauchte 3 Monate, habe aber schon vorher gemerkt, dass mir diese einfachen Sachen, die wir zusammen gemacht haben, gefehlt haben. Zum See mit Decke, Wein und so weiter. Ja, so in vielen toxischen Sachen ist es ja auch so, dass, also gerade wegen diesem ganzen Hormoncocktail, dass die Sachen, die dann gut sind, die kommen dann besonders gut vor, aber das ist auch so ein bisschen so ein Trick vom Gehirn, einfach weil man so erleichtert ist, wenn man guter Tag ist, wenn die Tage mal gut sind oder schöne Sachen passieren oder man wird gerade wieder krass gelovebombt. Klar, also das wissen, glaube ich, auch viele, die in toxische Beziehungen waren. Ja, klar, wenn dann die guten Tage sind, dann denkt man wieder, ja, das war jetzt aber ganz toll. Und wobei man immer wieder sagen muss, dass, das würde ich auch mal zu bedenken geben, dass dieser Partner von dir, der hat halt deine Bindungsangst auch nicht angetriggert. Ne? Das heißt, wenn du jetzt einen guten Tag hattest, der hatte immer noch seine Mauern komplett oben. Und das heißt, du hast am guten Tagen hast du keine Verlustangst, du hast aber auch keine Bindungsangst, weil er seine Mauern oben hat. Und ja, dann fühlt sich das so gut an, wie vielleicht auch am Anfang. Das ist ja immer wieder dieses Up and Down. Aber es ist halt keine, sind jetzt keine Merkmale einer gesunden Beziehung. Also zieht euch auch mal das YouTube-Video rein. Meilensteine einer gesunden Beziehung oder sicheren Beziehung, da haben wir Progredienz, also die Beziehung geht weiter, Kontinuität und all solche Sachen, das haben wir ja alles nicht. Ne? Der Sex wurde besser und mehr, aber also die Chemie ist da, ja gut, es ist halt immer, wir wollen ja, dass es eine Beziehung, wo es beides gibt. Ne? Ich weiß, das ist vielleicht viel verlangt, aber ja, wir wollen ja das Beste machen aus unserem Leben. So, ne? Er merkte, dass ich mich weiterentwickelt habe und es ging mir auch gut mit der Situation. Wir unternahmen schöne Dinge und es lief gut. Also man merkt schon, wie du ja schreibst, dass du deine Themen scheinbar angegangen bist. Also sicherlich, klar, man kann jetzt überlegen, muss das sein, noch eine Runde, aber es ist dein Weg, ist alles okay. Aber man sieht, dass du nicht mehr so in der Liebessucht bist. Das ist natürlich gut, aber das irritiert ihn jetzt, wie wir gleich sehen werden. Bis er immer mehr auszusetzen hatte. Gut, jetzt ist leider, ich sag's ja gern immer wieder, Lovebombing, Kritik, Abschuss. Also jetzt haben wir wieder Kritik. So, und es ist halt seine Art, Distanz herzustellen. So, ne? Ich wäre eiskalt geworden und wenn er Schluss machen würde, dann würde ich gleichgültig reagieren. Also was wir hier sehen jetzt, dass er scheinbar gut findet, was, glaube ich, bei einigen Minuspolen ist, überhaupt nicht bei allen, aber bei einigen, dass du so aus der Fassung gerätst, dass er es gut findet, wenn du, könnte ich mir vorstellen, also ist auch eine Frage an dich, also ich könnte mir vorstellen, ich finde es gut, wenn du, total emotional bist, weil das gibt ihm Bestätigung so. Und wenn du ein bisschen, ja, es ist gar nicht kühler, du bist nicht eiskalt, du bist einfach nur so ein bisschen runtergedreht, weil du nicht mehr so krass liebessüchtig bist und das ist gut. Vielleicht ist da so ein kleiner Egozentriker, ich weiß es nicht. Offensichtlich fehlt ihm jetzt dieses Co-Abhängige von dir, ne? Und das ist ein Teufelskreis, du willst raus aus der Co-Abhängigkeit, jetzt meckert er, dass du nicht mehr co-abhängig bist, so, ne? Jedes Mal habe ich ihm versucht zu erklären, dass wenn unsere Beziehung zu Ende wäre, ich nicht mehr in ein tiefes Loch fallen würde. Gute Arbeit, die du gemacht hast. Weil es mir mit mir gut geht und ich zufrieden mit meinem Leben bin. Ja, also wie ich immer wieder sage, je nice geiler das Leben, umso weniger Probleme in Beziehungen. So. Klar wäre ich traurig, er dreht aber wieder alles um. Ja, wo ist da der Fortschritt? Ich sehe den bei ihm nicht, muss ich sagen. So. Meine Entwicklung wird uns zum Verhängnis, sagt er. Also das muss ich wirklich sagen, habe ich selten erlebt, dass so ein Minuspol das so krass ausgedrückt hat. Ja, du bist jetzt nicht mehr so pluspolig und ja. Und jetzt passt, eure Summe ist nicht mehr null. Die ist jetzt, vielleicht ist er -4, -5. Eure Summe ist jetzt negativ und das passt nicht mehr. Eure Frequenzen passen einfach nicht mehr zueinander. So, ne? So, wir sind die meiste Zeit bei mir und ich habe immer für uns gekocht, wenn er kam. Circa 4-mal die Woche. Jetzt arbeite ich aber so viel, dass ich ihm 2-mal gesagt habe, ich koche nicht. Also du hast definitiv riesige Fortschritte gemacht. Echt Glückwunsch.
Letztes Mal hat er gefragt, ob er was mitbringen soll. Ich sagte, ja, du kannst ja, du hast ja frei und hast Zeit zu kochen. Er brachte sich, jetzt wird's echt krass, er brachte sich 2 halbe Hähnchen mit und mir nichts. Oh, Mama mia, ey. Ja, was soll man da machen irgendwie, ne? Letztes Mal hat er gefragt, aber das ist wirklich krass, ey, mit den Hähnchen, ey. Mir ist alles aus meinem Gesicht gefallen. Da er aber sagt, er hätte es falsch verstanden, musste das Thema erledigt sein. Gut, ich will, wie gesagt, ich will niemals unterstellen, hört sich für mich nach Gaslighting an, ne? Findest du auch, oder? Ja, keine Ahnung. Gaslighting? Ja, natürlich wusste er das, was, oder meinst du wirklich, er wollte, oder was sagt ihr, Chat? Denkt ihr, er hat es wirklich falsch verstanden, oder, aber es ist auch egal, es sind einfach Sachen, die dann passieren, wenn jemand mehr an sich denkt, so, ne? Ja, ne? Boah, ist schon heftig. Es passt einfach nicht. Es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht. Ja, was haben wir gelernt? Na, wie geht der Spruch? Gesunde Beziehungen stabilisieren, nicht gesunde oder sichere Beziehungen stabilisieren, unsichere Beziehungen destabilisieren. Also mehr muss man nicht wissen. Halte mich für sehr kritikfähig, also hau alles raus, egal wie hart. Wo sind deine fucking Standards? Wo sind deine fucking Standards? Selbst die Toxic-App sagt das Gleiche. Also. Also, ich kann das total verstehen, dass es dir schwerfällt. Muss einem ab irgendeinem Punkt dann einfach mal egal sein und muss mal sagen, ja, also es ist einfach nicht, ne? Und wenn er sich noch 1000 Mal entschuldigt und wenn er am Eck springt und so, und keine Ahnung, also das ist es einfach nicht und genau. Gott, haben wir unseren Alban heute das auch so lachen. Wo sind deine fucking Standards? Die Art, wie die das betont, ist so krank. Ja gut, also wie gesagt, letztlich musst du es wissen, das muss jeder für sich entscheiden, so, ne? Ich jetzt gerade ein Lachflash hier. Sorry, das ist eigentlich ein ernstes Thema. Ja, also fühle ich gedrückt und ja, also wie gesagt, ist alles okay. Das sind diese Steps, die man so machen muss und dann noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Keine Ahnung, aber es muss jeder für sich entscheiden, so, ne? Also ob man dann sagt, ja, noch eine Runde am toxischen Brunnen, schmeckt so lecker, irgendwie, ja. Folgt mir ja gern und also ist, glaube ich, auch nur noch mit Folgen möglich, hier im Chat zu schreiben. Und diese Subscriptions, die helfen mir ja auch viel weiter. Also diese bezahlten Abos, wobei, wenn man es mit Prime macht, kostet es einen noch nicht mal was, weil Amazon und Prime ja so verbunden ist. Ciao, ihr Lieben.